Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Dark Guru, der Meister aller Klassen. Nein, Scherz. Ja, ich habe ein klein wenig gelevelt, um genauer zu sein, zwei Level. Das hat eine Heidenarbeit gemacht und auch irgendwie lange gedauert. Vielleicht hatte ich auch einfach zu viel Freizeit. Was hat nun diese zwei Level bewirkt? Das ist absolut krass. Also, mein lieber Abonnent hat mich ja darauf hingewiesen, dass wirklich die Level meilenweit Unterschiede machen, aber dass ich hier gleich 20 Schaden, also bisher habe ich nur 4 oder 5 bei denen angerichtet, dass ich gleich das X-Fache davon mache, also mehr als das Doppelte, mehr als das Vierfache beinahe. Ich bin schockiert gewesen. Aber das hat natürlich das Leichte umso mehr erleichtert, aber jetzt werdet euch fragen, ich gehe gerade hier nicht zum Endgegner, wo gehe ich denn hin? Ich habe etwas gefunden beim Leveln. Und das will ich mir jetzt erstmal holen, bevor ich mich wieder mit diesem fetten, dicken, blöden Endgegner anlege. Ich muss mich nur erinnern, wie ich wieder richtig laufen muss. Aber ich denke, oh, sogar hier 68 Schaden. Das ist doch nicht mehr normal. Nur wegen zwei Level. So, jetzt bin ich fast da. Denn mir ist aufgefallen, oder ich habe gefunden, dass hier noch etwas sich versteckt, was mir ganz nützlich sein wird. Zack. Jetzt heile ich mich mal, um zu gucken, ob ich hier eine Wunderknolle kriege oder nicht. Denn wie gesagt, ich war ja hier schon mal. Bin mir auch nicht sicher, ob ich auch schon was anderes gefunden habe, von dem ich gelesen habe. Ja, es war eine Wunderknolle. Und hier haben wir eine neue Waffe. Eine Dornenlanze. Wie geil ist das denn? Und mit der neuen Waffe, ich musste euch ja unbedingt zeigen, wo ich sie herbekomme, habe ich jetzt schon ganze drei und bin mir dessen bewusst, dass ich eine vergessen habe. Dorniger als ein Distelstrauch. Hahaha. Was für ein Unsinn. Zack, 54. Sogar das Werfen macht mehr Schaden. Angeblich soll hier noch irgendwo wahrscheinlich so ein Abwehr-Elixier sein, irgendwo im Westen. Aber ich glaube, das hatte ich schon. Ja, ich sollte mir mal eine Strichliste darüber führen. Gut, ich gehe zurück zu dem Gegner. Mit voller Kraft. Und hoffe, ihn dann in seinen kleinen, jämmerlichen Knochenarsch zu treten. Jetzt töte ich nochmal den. Zack, weil ich es einfach geil finde, wie viel. Ah, jetzt komme ich hier natürlich nicht durch. Weil doch ein Punkt macht ja relativ viel aus, muss man jetzt einfach mal sagen. Zack und wusch. Bam. Jetzt reicht offensichtlich ein Angriff. Um. Ne, doch nicht. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich mich noch zu noch einem Level gezwungen hätte, aber es hat. Das 14. zu erreichen hat wirklich ewig gedauert. Weil die Gegner nicht mehr so viel gebracht haben. Und trotzdem war der Unterschied erstaunlich. Zack, natürlich trifft es mich noch. Ah, bin ich wieder ein Held. Und hier dran vorbei und den töte ich auch noch. Zack. Boah. Ich habe irgendwie leichten Schnupfen bekommen, glaube ich, langsam. Ich sollte aufhören, so nachts immer mit offenem Fenster zu schlafen. Und ich schwimme und schwimme und schwimme und schwimme. Und ich bin beim Endgegner angelangt. Und jetzt wird sich zeigen, ob sich das blöde Leveln gelohnt hat. Ich wurde übrigens darauf auch noch darauf hingewiesen, dass hier sich so die ersten Anzeichen primitiver Kulte zeigen. Oh, 30? What the fuck? Hallo, das waren nur zwei Level. Heilige Scheiße. Ich bin einfach nur schockiert. Ich bin echt schockiert. Das waren nur zwei Level. Und ich mache das 30-fache am Schaden. Hallo? Okay. Das ist einfach zu krass für mich. Das heißt, immer jetzt, bevor ich zum Endgegner treffe, eine Auszeit nehmen. Offensichtlich hier zwei Level hochpushen. Auch egal, wie lange es dauert. Zack.
Ich krieg eine Krise. Ich könnte mir ein Bein abreißen. Ja, einfach besiegt, hä? Yep, alle Säugetiere. Damit sind doch alle wieder da. Ich meine, was fehlt denn dann noch? Wir haben offensichtlich schon die Fische von Anfang an gehabt. Wir haben die Tiere, wir haben die Vögel, wir haben die Pflanzen. Die Insekten sind offensichtlich auch einfach so da gewesen. Und damit sind alle wichtigen Gattungen, die mir jetzt spontan einfallen. Ah, es gibt noch so viele Großgattungen, in denen man die anderen irgendwie runterstecken kann. Sind da ja damit da. Und guck mal, da läuft was im Hintergrund. Das ist ein Elefant und ein Affe. Oder so. Da kommt eine Giraffe. Dann nochmal ein Elefant, zumindest glaube ich das. Das ist wie eine Tierparade. Das ist schon eine ziemlich krasse Sache für mich jetzt. Also zwei Level, die sich so extrem auswirken. Also das ist ja. Ich bin einfach baff. Ja, doch. Okay, ein Vogel. Hallo Vogel. Wir halten die Fliegen fern von den Löwen. Ah, das ist so ein komischer Dingensvogel. Was auch immer das ist. Erstmal speichern auf diesen Siegen. Ja, ich bin jetzt wirklich kein Hack. Es ist einfach nur dieses krasse System des Spiels. Muss man jetzt einfach mal sozusagen dazu sagen. Ich sollte häufiger speichern. Die Löwen werden dich fressen. Ha, ich kann ja schwimmen. Ja, also ihr könnt das gerne mal ausprobieren, ob da Löwen euch respektieren. Ich würde da nicht drauf wetten, aber ich muss in die Höhle des Löwen. Zack. Da ist ein Mensch, ein Mensch. Lass es uns fressen. Da sind Löwen. Das erklärt zumindest, wie sie so rumstehen. Und sie werden zurückgehalten von einem andersfarbigen Löwen. Ja, das ist quasi wahrscheinlich der Anführer der Tiere. Was heißt ja auch König der Löwen? Und König der Löwen. König ist der Dingens der Tiere. Und hier ist eine leere Kammer. Was für ein Scheiß. Dann gehe ich mal hier nach Noben, nach Droben. Und guck, wo so die Kätzchen rumtoben. Ah, ich merke gerade irgendwie ein weiblicher Katze. Sandro, ist ein wenig verwirrt, aber was auf hier? Eine männliche Katze. Aha, ein Königsspross. Das ist König Leon. Ist natürlich klar, dass man den Leon nennt. Aber ich glaube darüber. Mein Gott, habe ich mich schon ausgelassen. Sein junger Sohn Liam. Das sind wahrscheinlich die beiden Anführer. Ja, damit werden wir gebeten, die Mutprobe zu nicht boykottieren, sowas Richtung sabotieren. Denn wir sollen eingreifen, obwohl wir doch
uns raushalten sollten, dass... Oh, hier ein Vogel, oder? Nach seinen Studien, die Vögel studieren. Ganz verkehrte Welt. Aber offensichtlich sind hier allen Wesen auch Menschen bekannt. Demzufolge müssten, da Menschen ja nun einfach Säugetiere sind, müssten sie natürlich da sein. Ach, erstmal gehe ich zu dieser Schlucht. Das war nämlich genau diese hier. Und wir gehen jetzt hier runter und hoffen irgendwo den Leon zu sehen. Ja, man hat Vogel. Ein kleiner Löwe kam in die Schlucht. Deswegen konnten wir vorhin nicht hier hinein, weil wir erst den Löwen brauchten. Und jetzt stürzen wir in die Tiefe. Und das Problem ist, je tiefer wir stürzen, desto höher müssen wir wieder laufen. Ah. Scheiß drauf, ob du dir jetzt die Knie gebrochen hättest oder nicht. Genau. Gut. Da haben wir uns doch. Wow. Wow. Oh mein Gott. Die Musik ist cool. Ja, ich muss an ihm dranbleiben. Sonst stirbt der kleine Prinz. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Prinz Liam. Das klingt eher wie ein Land. Zack. Hüpf. Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. 140. What the fuck? Das kommt durch den Glückswert. Durch treffe ich die kritischer. Warum habe ich denn bitte den Dornenspeer bekommen, wenn ich den nie wirklich benutzen kann? Ha, ich bin nur so doof gewesen. Natürlich kann ich den Dornenstern benutzen. Speer. Ja, jetzt auf einmal. Das heißt, das sagt er übrigens immer, wenn wir so einen Rand von einem Gebiet gekommen sind. Wenn ich mich recht entsinne. Du bist lahm, bla bla bla. Gut, damit haben wir den ersten Teilgebiet geschafft. Zack. Und wo ist er hin? Mensch. Ich hab immer nicht herausgefunden, wie ich die töte. Na klar. Aber die tauchen ja wieder auf. Garr. Wo ist er denn jetzt? Hallo, Leon. Liam. Löwe. Da ist er. Genau, wir sollen nicht trödeln. Wo er der war, der die ganze Zeit jetzt sinnlos rumstand. Kakteen sind nicht sehr gesprächig, habe ich das Gefühl. Nie möchte ein Kaktus mal mit mir reden. Es klingt auch irgendwie seltsam, mit einem Kaktus reden. Hallo Kaktus. Ich muss aufpassen, der darf nicht zu viel Schaden bekommen. Das ist gar nicht so einfach bei Gegnern, die ich nicht töten kann. Und noch was. Krasser Scheiß. Das macht Spaß. Ja, ich muss auch immer warten, bis er weg ist, weil sonst... Das war ja immer... Ah, ich kann ja nicht über schiefe Ebenen hüpfen. Zack, stirb. Und tot. Ich hüpfe hier hinauf. Ah! So töte ich die Menschen. Aha. Oh. Ja, das ist so ein kleines Mini-Labyrinth, wo jetzt der kleine Herr Löwe ewig brauchen wird. Weil das System sieht natürlich vor, dass er in ein paar falsche Richtungen läuft. Aber ich mag die Musik. Die ist cool. Kaktus. Kaktus redet auch nicht mit mir. Die Kakteen sind wirklich nicht sehr gesprächig.
Na komm. Wenn ich ein Stück Fleisch schon hätte, sollte doch schneller werden. Ich sag mal einfach unten entlang. Das andere sah mir nämlich nur eine Sackgasse aus. Wow, jetzt hat es gerade ein bisschen gehangen. Passiert mir zum Glück doch relativ selten. Scheiße, es war doch falsch. Ja, klar, warum habt den direkten Weg? Mir doch bewusst sein müssen, wir spielen ein Rollenspiel. Das heißt, es ist immer der indirekte Weg. Ja, während der läuft. Was könnte man Spannendes erzählen, um euch die Zeit zu überbrücken? Fliegerkappen sind für Piloten. Nein, Scherz. Ich hab zurzeit Ohrwurm von irgendwelcher blöden Musik und so. Und ich habe herausgefunden, wie ich die Mattmenschen töte, aber ich glaube, ihr wart dabei. Zumindest wäre es seltsam, wenn nicht. Wie wär's damit? Ich find's erstaunlich, dass einer meiner Let's Play-Kollegen, der gute Blue, es immer noch schafft, auch wenn er keine Videos mehr produziert seit beinahe einem Monat, immer mehr Abonnenten zu bekommen. Es ärgert mich nicht, ich find's einfach nur erstaunlich. Also es sagt sehr viel über die Qualität doch aus, die er offensichtlich mal drauf hatte, während er noch aktiv irgendwas gemacht hat. Naja, jetzt habe ich auch so überbrückt, den einfachen Teil. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen anstrengender. Oh. Ich möchte mal mit den Kakteen reden. Oh, du bist so stark. Zack, vernichtet. Zack. Hallo, Rö. Hallo, Rö. Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Okay, wie habe ich das denn damals hinbekommen? Mein Gott, die gehen mir echt auf die Nüsse. Bring keinerlei Erfahrung, bring kein Geld. Die sind nur lästig. Zack. Also, mit der Löwe sollte wieder dort oben stehen. Nur, falls ihr euch wundert. Dummerweise, wie komme ich jetzt über diese Steinbrücke? Das ist eine Drecks-Timing-Frage. Hallorö. Zack, hallorö. Und gekillt. Oh, Gott sei Dank. Ich habe sogar die Luft angehalten, nur um sicher zu gehen. Das war vielleicht aufregend. Dieses Katzenvieh, es macht einen doch fertig. Gut, der geht jetzt in den nächsten Bildschirm. Und wir gucken einfach mal nach hier oben. Eine Sackgasse. Ja, ich muss ja auch ein bisschen mal erkunden, weil sonst ist es ja auch irgendwo blöde. Total strange. Und der hüpft jetzt hier gleich hier drüben hoch wie ein junger, wie ein junges Reh. Ja, ich sehe. Und na, wir müssen natürlich noch vorher mit ihr reden. Zack, 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 zack. Man kann schon ahnen, wie er das gleich macht. Während wir uns da einen abklettern müssen. Ja, wir haben keine Chance, wenn man sich schon allein anguckt,
wie er da hochgeht und ich hier noch so seitlich und so ein Dreck. Aber ich denke, sobald ich oben bin, war es das auch für heute. Mit eurem Dark Kuru und Terranigma. Ich freue mich drauf, morgen weiter zu spielen, weil gerade macht es übelst Spaß. Und ich bin doch schockiert, dass ein einzelnes Level so schrecklich viel ausmachen kann. Also, das war euer Dark Kuru, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte. Tschüss.